Tag, wir sind Kickstart Luxemburg und wir stehen hier mit dem Spielentwickler von Noxious. Ja, genau. Was kannst du uns über das Spiel erzählen? Also Noxious ist ein kostenloses, kooperatives Rollenspiel im Serienformat und es hat ein paar absolute Besonderheiten. Weil zum einen ist es nicht wie ein Brettspiel, was man sich irgendwie kauft in so einer Box, begrenzt, sondern es funktioniert einmal als Spiel durch seine Mechanik, zum anderen durch eine Webseite, von der man eben den Content sich herunterladen kann und dann spielen kann. Und weil es halt eben aus dem Internet, von der Webseite eben kommt, ist der Content an sich unbegrenzt. Wie ist das Rollenspiel aufgebaut? Ja, es ist halt so, dass es gibt so eine Mission, die zu spielen gilt. Und dafür wählt man sich eben die Spielfiguren, also die Charaktere aus, genauso wie bei anderen Rollenspielen im Prinzip aus. Und man versucht halt eben die Charaktere aufeinander abzustimmen und dann eben so zu spielen, dass man sich möglichst gegenseitig hilft, dann die Gegner zu besiegen. In was für einer Fantasy-Welt spielt Noxious? Ist ein Dark-Fantasy-Setting. Heißt, es ist so in der Endzeit von so einem typischen Fantasy-Rollenspiel im Prinzip. Das Designen am Spiel, wie lange waren Sie dabei? Also, es ist schwer zu sagen, weil die Entwicklung an sich, so die ersten Gedanken oder die ersten Überlegungen zum Spiel gab es schon vor etwa 6 Jahren, aber dann vor einem Jahr etwa hat das begonnen, erst so richtig anzulaufen. War es schwer, einen Publisher zu finden? Es gibt auch keinen Publisher, es ist alles privat. Das heißt, alles ist auch selbst finanziert? Genau, aber ohne großen Aufwand, weil sowohl das Spiel ist von mir selbst gemacht, als auch alle Illustrationen und Zeichnungen. Und die Webseite, die wird jetzt aktuell, also sie ist jetzt noch nicht offen. Es gibt, wird auch kurz vor Weihnachten wird das Spiel erst richtig starten mit einer eigenen Domain. Also ist jetzt noch alles noch nicht öffentlich. Also was man jetzt auch hier spielen kann, ist so eine Vorabversion im Prinzip. Wie gesagt, also man kann es hier spielen. Haben sich schon viele Leute angemeldet? Nein. Also wir sind hier das allererste Mal irgendwo, wo wir Leute es einfach so spielen lassen. Sonst sind es halt eher so aus dem Bekanntenkreis Freunde gewesen oder aus dem Studium. Ja, und jetzt hier zum ersten Mal jetzt mit ganz neuen Leuten. Generelles Feedback, das Sie für das Spiel erhalten haben? Sehr gut bisher. Dann, wenn Leute jetzt ab Dezember das Spiel finden wollen, wo können sie das tun? Das wird dann wird das publiziert werden über Facebook, Twitter und sonstige Kanäle. Und auch die es heute hier testen, die können halt auch ihre E-Mail-Adresse da lassen, die kriegen auch einen Link zugeschickt. Okay. Und wenn das Spiel rauskommt, was wird es kosten? Es wird nichts kosten. Es wird kostenlos verfügbar sein. Okay. Ich sage Ihnen danke für das Interview. Ich wünsche noch einen schönen Tag. I'm not your fucking chance.